Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Galgenberg im Multiplayer. Ja, es ist viel passiert. Heute ist Stalkers da. Ihr seht's, ne? Scharinchen ist hier. Die ist im letzten Stadium läufig und wir haben so eine kleine Filzhupe gekriegt und die dreht gerade unten am Rad. Deswegen ist Scharinchen heute mal hier oben. Damit meine Mama da unten ein bisschen ruhiger wird, ne? Und Scharinchen. Das ist eine Schäferhündin, ihr seht's, ne? Total liebes Tier, kannst du alles mitmachen. Aber wenn sie nach oben soll, ist sie nicht so gut zufrieden. Weil damals hat jemand schwarzer Kater mal hinten den Schwanz gebissen. Seitdem hat sie oben leichte Probleme. So, Leute. Jacqueline, ich muss sie eben aufnehmen, dann können wir wieder musen, ja? Lass mich das eben machen. Das wäre echt sehr liebenswürdig. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist viel passiert. Wir haben aber auch gedaddelt und dies und das und halt gespielt und wir hatten wieder Spulemonat. Es ist auch. Ne, September haben wir, ne? Es ist September. Ja, der letzte Tag war dann wieder für Svenny so. Füttern, Misten. Ne? Also maschinentechnisch habe ich nichts mehr gemacht. Ja, den Flug, den habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen. Also, das war eine gute Investition. 50%, ne? Nach Lars im Gebrauchtwagen-Shop habe ich mir ja gegönnt. Ihr seht, wir haben kaum noch... Wir haben keinen Dünger mehr. Ja, Stroh habe ich hier hingefahren, weil, von der Gerstenfläche, das waren 14 Mal. Turbohuhn läuft hier noch. Kühe läuft auch. Zeit steht gerade auf Null, weil wir sind mitten in der Ernte. So, ich habe hier einen Wasserdöttel hingesetzt, ne, weil ich ab und zu auch mal Wasser fahren muss, denn, ja, ich habe einen Move gemacht, ne, also das ist auch nicht so, so ohne den Move. Denn ich muss hier auch an Kohle kommen. Wir können heute mal eine Flitzi, ne, wir können eben Flitzi-Folge machen. Lass uns mal eben Flitzi-Folge machen. Ja, hier ist der Hof von Sven, ne? Der hat sich jetzt schon so langsam hier gemausert, ne? Hat alles hier schickifeini gemäht, hat Kühe. Der hat ja auch den Kuhstall jetzt, glaube ich, so gut wie voll. Ne? Klein, aber fein, selbstgebauten Hof hat er hier mit Hühnerstall. Maschinen, ne? Also der hat auch schon einiges auf dem Zettel. Ein Waldra hat er, der hat auch noch einen zweiten Waldra. Hat schon Futtermittel reingefahren, ne? Da hat er sich hier so einen Hof gebaut. Den anderen hat er verkauft, weil da war der Kuhstall nicht so schickifani. Sagen wir, wie es ist. Ja, wir müssen halt eben so kurz mal flitzen. Damit wir das auch alles ins Video kriegen, weil ich möchte das Video heute noch hochladen. Dass ihr das auch heute Abend gucken könnt. Wir müssen häckseln. Ne? Also, es sind drei Flächen erntereif für, also häckselbereit für Mais bei mir. Das habe ich gemacht. Ich habe den Move gesetzt. Ich habe die Obstplantage gekauft. Die haben wir in der Kooperation. Ne? Also, das Gelände ist zu zweit gekauft worden. Die bewirtschaften wir in der Kooperation. Ich habe die Produktion dafür gekauft. Das waren 50.000 Glocken. Also, das läuft jetzt hier. Ne? Also, da werden wir jetzt mal... Hab das dann alles voll gemacht mit Wasser und Mist, dies, das. Wir haben diese Produktion. Ich habe das erstmal auf Verteilen gestellt. Hab aber gestern vergessen, die Produktion anzumachen, deswegen konnte da nichts hinkommen. Damit wir hier mal an Zaster kommen, ne? Also das ist so. Fermenter, 85.000 Liter Silage. Durch das Häckselgut wird ordentlich was reinkommen. Futtermischer habe ich 84.000 drin. Ich muss alles mal so ein bisschen umformen. Aber Zeit, Leute. Zeit ist hier echt manchmal Mangelware. Also ich habe hier echt gut zu tun mit meinen Tieren. Ich werde auf Dauer wohl irgendwann mal ein bisschen mehr auslagern müssen. Hier fällt Dingsbums. Ich weiß gerade nicht, welches das ist. 27 ist das, glaube ich. Ist abgeerntet. Das wurde gestern Abend noch angefangen. Marian hat noch fleißig gedroschen, aber ich habe auch irgendwann um 12 gesagt, so, hör mal zu, ich muss im Bett. Weil ich nicht mehr konnte. Hier habe ich schon geflüchtet. Ich weiß aber noch nicht, was ich hier sehe. Aber hier kamen 14 Strohballen runter.
Sehen wir gleich. Ich habe einen anderen Move noch gemacht. Ja, hier mein Mais ist hier auch erntereif, ne? Der muss auch gehäckselt werden. Drei Flächen sind zu häckseln, ey. Also das muss auch mal ein bisschen Kasala gehen. Hier steht noch der 800er. Ich habe gestern noch die Fläche hier Roggen gedrillt. Aber ich habe den Move gemacht, ich habe die Wiese umgeflügt, habe den Lohner eben angerufen, weil ich mit meiner Felderstellung nicht klarkomme. Ich habe hier einen Acker rausgemacht. Das sind dann jetzt, glaube ich, zwei, nicht ganz 2 Hektar mit Roggen. Hier, die Fläche habe ich zusammengelegt, ne? Da war ja eine Wiese und ach, Tröd, und wir spielen ja hier auch zusammen und Heu kann ich mir immer noch mal von Lohner holen. Der hat genug, das habe ich vorher mit gesprochen. Da ist ordentlich Heu im Lager. Dass wir das hinkriegen. Hier hatte ich Luzerne gesät auf die 22. Die kann ich dann nämlich abernten, weil ich habe mir überlegt, auf die 22 werde ich wohl Kartoffeln legen, ne? Im Frühjahr. Aber Luzerne gibt hier ordentlich Schotter, Leute. Also Luzernsilage sollte man nicht verachten. Kannst einen schmalen Taler mit verdienen, ne? Deswegen. Bevor die Fläche jetzt da bis im März da brach liegt, habe ich mir gedacht, weißt du was, Svenny? Dann machst du Luzernsilage, stellst sie da oben irgendwo an der Seite hin. Und dann läuft der Laden. So, ich kann den Fendt eben mit runternehmen. Dann fahren wir eben runter zum Kuhstall. Ihr seht's, ich habe ein bisschen Geld auf Tasche, aber. Es ist, wie es ist. Ich wollte die Gersten. Ich weiß noch nicht, was ich da hinten sehe. Wir nehmen den jetzt erst mit runter. Hier, guck mal, der ist voll an Räuchern, ne? Wir haben jetzt auch einen schönen Mod mit drauf. Man ist angewiesen, seine Fahrzeuge zu reparieren. Also, es ist schon viel, ne? Also. Aber ich habe im Moment so ein bisschen hier Daddelprobleme. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Kann sein, dass ich zu viel T-Stelle habe oder was. Aber mich stört das im Moment noch nicht so. Alles gut. Lok ist sauber. AdBlue hatte so ein bisschen Probleme gestern gemacht. Das haben wir direkt wieder runtergeschmissen. Sonst ist hier alles tutti, ne? Wie gesagt, da hinten die Gerstenecke. Ich weiß noch nicht, was ich da sehe, aber damit wir hier so ein bisschen was sehen. Wie gesagt, hier die beiden Flächen, ne? Sind häckselbereit. Das läuft. Ich werde zu viele Tiere haben. Wahrscheinlich wird es daran liegen, weil die anderen haben gar keine Probleme. Das ist nur bei mir, dass das jetzt so ein bisschen ab und zu mal. Aber da kann ich mit leben, ne? Muss halt ein bisschen aufpassen beim Fahren. Das läuft. Das habe ich gemacht. Wir haben echt viel hier zu zeigen heute, ausnahmsweise mal. Weil viel passiert ist. Wie gesagt, eben runter. Unten muss ich dann ja auch noch pflügen und Gras, wenn Stroh gepresst ist. Ja, das ist jetzt bei mir so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mit diesem. Kein Plan. Ich gehe davon aus, dass ich zu viele Tierställe habe. Weil die anderen da gar keine Probleme mit haben. So, reparieren brauchen wir noch nicht. Der Bock hat sich schon bezahlt gemacht, also mal ganz ehrlich, ne? Was ich hier am Brackeln bin, hier hin und her und dies und das, aber wir müssen auch gleich noch ein Bild machen, ne? Ist nicht zu verachten. So, hier ist auf Weizen runtergekommen, also ich zeige euch das auch gleich eben in Silo. Das ist die erste Fläche Weizen vom, zweite Fläche Weizen von mir. Wir haben jetzt im Silo 16.990 Liter Weizen, ne? Also, haben hier noch gedroschen. Also von der 27 war ich so ein bisschen enttäuscht. Aber das kam auch davon, weil Hafer hat man so viel geerntet. Und jetzt war dann hier, Weizen 27 waren irgendwie 16.999 Liter. Hier ist eine ganze Ecke mehr runtergekommen. Ich glaube, wir haben 11.000 Liter im Wagen. Also das war schon mehr. Ne? Meine Silage, ja, der geht auch ordentlich zur Neige. Ich muss auch wieder schippen. 152.000 Liter haben wir noch drin. Das ist alles so tutti. Stroh haben wir noch ein bisschen was, aber es kommt ja auch wieder was zu. Heu geht.
Ich habe schon 50 Heuballen vorbestellt, ne? Weil wegen, ja, die 14 Strohballen sind schon so gut wie weg. Ihr seht, das ist der letzte Rest von diesen 14 Ballen, die noch über sind. Heu läuft hier. Das ist eigentlich noch ganz gut. Das ist das noch, was wir vom ersten Kleeheuschnitt über hatten. Ja, es sieht hier noch aus wie Kraut und Rüben. Ich muss auch wieder misten, ihr seht's, ne? Aber meine Bullen gehen voran. Die sind schon eigentlich jetzt die nächste Generation. Also es sind schon welche im fünften Monat, ne? Ne, die können das nicht sein. 3 Monate. Fünften Monat, dann werden die größer, ne? Also das ist nicht so, dass wir hier nichts Vorrang kriegen. Das ist halt eine Rechnung, die langfristig ist. Aber ich habe euch das ja, glaube ich, schon mal gezeigt, ne? Also da machen wir einen Reibach. Das sind 1.700 Euro. 1.400 bleiben für uns praktisch über. Die Krampemulde hatte ich euch auch noch nicht gezeigt. Die hatte ich gekauft. Die steht immer hier unten. Weil die Tür brauche ich im Endeffekt nicht zumachen. Ich bin hier Mist hin und her und dies und das und heiliges Blechle. Das ist meine letzte Weizenfläche. Die wird heute Nachmittag abgedroschen. Dann wird Stroh gepresst und dann steigt die große Häckselparty bei Svenny. Das ist so. Aber ich zeige euch das gleich weiter. Aber der läuft, ne? Futtermischer, hier läuft auch. Ich habe die erste Milch von den Schafen verkauft. Können wir das nicht jetzt hier auch sehen? Das läuft. Verkaufte Milch. Hier 31.000, da guck mal, 134.000 Liter Milch. Für Milch. Einnahmen Ernte 12.000, ja. Sonstiges 37.000, ja. Es läuft. Leute, es läuft. Wie gesagt, 31.000 haben wir schon wieder durch Milch. Das ist nicht schlecht. Wie gesagt, das läuft hier, der Schafstall. Das passt ganz gut. Das wird heute, da guck mal, die haben schon wieder Milch gemacht. Ziegen, ja, wie gesagt, die machen jetzt auch Milch. Ist ein bisschen kleines Business, sind hier nur 25 Ziegen. Braucht halt seine Zeit. Das ist neu. Denn wir haben, ich habe nochmal richtig investiert und zugeschlagen. Ich habe auch, glaube ich, ja, ihr seht es, 1,475 Millionen Kredit. Der muss abgearbeitet werden. Klar kann ich jetzt ein bisschen zurückzahlen. Aber jetzt ist es erstmal Lohner bezahlen, dies, das. Ich muss Saatgut und Dünger wieder einkaufen. Und ich möchte halt noch investieren. Aber das wird langsam laufen. Wie gesagt, Kleeheu haben wir, hatte ich noch einen Schnitt gemacht, ne? Wir haben letzte Wachstumsstufe abgewartet. Hier die drei Flächen. Das erste Mal haben wir 44 Ballen runtergeholt. Und beim zweiten Schnitt voll ausgewachsen, also auch mit Blüte, waren es, glaube ich, 66. 50% mehr. Also es lohnt sich wirklich, noch eine Wachstumsstufe zu warten. 66 Ballen, alle runtergeholt. Dann habe ich das hier alles hingestellt. Dies und das. Marian hat mir noch geholfen. Vielen Dank nochmal dafür. Hat mir die letzten Ballen dann noch mit runtergeholt, weil ich einfach gar nicht mehr nachkam. Also meine Zeit hier auf dem Server ist fast nur Füttern und Misten. Also muss man sich auch nichts vormachen. Ich bin immer froh, wenn ich wirklich in der Außenwirtschaft ein bisschen was machen kann. Mal säen oder so. Das ist ja Entspannung pur, wenn du nur mit dem Schlepper fahren kannst. Uwe ist schon mal hier, ne? Den habe ich hier hingesetzt. Der läuft hier mit rum. Weil ich habe die offene Schafsweide jetzt hier hingesetzt. Hier gehen 200 Milchschafe rein. Hier laufen schon wieder 50 Tiere. Damit das auch ein bisschen Geld kriegt. Ne? Also da bin ich ja ganz ehrlich. Das habe ich noch gemacht. Dann hatte ich erst ein Problem. Ich habe hier nur Heu reingekriegt. Und die brauchen ja Heu und Gras. Dann habe ich hier ein bisschen abgesenkt. Dann ging Gras ein, weil ich erst gedacht habe, Schickkram, kannst du Stall wieder verkaufen. Aber das läuft. Das wird auch alles noch ein bisschen schickifeini hier gemacht. So nach und nach. Die Kohle muss ja auch da sein. Ne? Weil wenn ich da dem alten Bock da repariere. Ganz ehrlich. Sind wir eben locker jeden Tag 10.000 bis 12.000 Euro. Nur Schlepper reparieren. Ne? Also das muss man auch nicht sagen. Hier, Lohnerkarre ist auch da. Ah, nee. Lohnerschlitten muss ich ja sagen. Ne? Ich bin auch gestern schierer Lohnerschlitten gefahren. Ich habe nämlich beim Lohnunternehmen nebenher den Wagen immer leer gemacht, damit Marian dann hier fupp, fupp, fupp weiter durchziehen kann, ne? Weil es soll auch Regen geben. Ihr seht es oben.
Naja, ist nicht so schickifeini. Wie gesagt, Klee waren 66 Ballen. Ich habe diesmal nicht gekalkt, weil mir die Kohle gefehlt hat. Aber das ist, wenn du jedes Mal kalkst, dann ist auch nur minimaler Verbrauch. Aber ich denke, ich werde nochmal einen Schluck Kalk drüber schmauen. Wie gesagt, hier sind Schafe. Habe ich dazu gesetzt. Uwe habt ihr gesehen. Schari gleich. Mach mal Sitz. Und dann habe ich noch eine Ziegenweide investiert. Ich habe gestern schon mal ein, zwei Bäumchen hier hingesetzt. Ne? Wir haben jetzt hier noch 60 Ziegen. Damit wir hier ordentlich Kohle verdienen. Also mein Geld muss aus Milch kommen. Ja. Bin ich ganz ehrlich, ich werde das hier jetzt nach und nach noch so ein bisschen schicki-feini machen, wenn die Flächen hier abgesät, abgeerntet sind. Schau, willst du den Fernseher oder was? Diese beiden Flächen, die abgeerntet sind, werde ich hier Gras säen, weil ich werde mich noch vergrößern, dann müssen wir uns nichts vormachen. Diese beiden Flächen, die werden mit Gras eingesät, dann war mein Move oder mein Plan. Ach, ich muss auch ins Baumenü, ne? Wie bauen. Ich werde hier wahrscheinlich noch einen Stall hinsetzen, ne? Dass wir den Kuhstall wahrscheinlich für Kühe benutzen. Und hier so ein Moped hinstellen. Den Vollbullen machen. Irgendwie so ein Move. Ja, aber ich werde diesmal halt ohne Mist nehmen. Oder wir ich setze den hier hin. Ne? Das ist nur so ein Move und benutze den Stall für Kühe, weil, ich muss aus Milchgeld meine Kohle finanzieren. Und hier werden wir noch ein Fahrsilo hinsetzen. Ne? Da, wo der Achter steht, da wird noch ein Fahrsilo hinkommen. Die Ziegen werden noch aufgestockt. Die Schafe auch. Aber da habe ich jetzt, gehe ich mal so ein bisschen über die Reproduktionsrate. Weil ich das ganz cool finde. Hier wird noch ein Fahrsilo hinkommen. Ich schätze mal noch so eins hier. Die waren ja nicht so teuer. Und dann fange ich hier an, alles schicki-feini zu machen, wenn die Ställe stehen. Und dann würde ich sagen, bin ich eigentlich erstmal so aus dem Gröbsten raus. Mein Entsinnen dahinter ist, die Kohle jetzt aus dem Apfelsaft rauszuholen. Ne? Also hier Apfelsaft werden wir ordentlich Kohle dann machen müssen. Weil ich habe mir das gut überlegt. Ich habe dafür noch ein bisschen Kredit aufgenommen gehabt. Habe aber auch Kohle eingespielt gehabt. Aber Apfelsaft. Wo ist das Ding denn jetzt? Apfelsaft. Bringt hier richtig Kohle da. Da, guck mal, 5000 in Spitzenzeiten. Weißt du, da oben fährst du Wasser und Mist rein. Die Dinger, die brauchen so gut wie gar nichts. Hier habe ich gestern Folge mehr. Guck mal, da ist nichts raus. Ja? Ja, deswegen, ich werde das so fahren. Da wird auch ordentlich Kohle rauskommen. Wie gesagt, hier, die Dings hatte ich gekauft. Das waren 50.000. Ja, die 50.000, die kann ich locker eben benutzen. Und habe hier die Apfelsaftproduktion gekauft, weißt du, habe schon Wasser reingefroren, damit der Laden läuft. Was da gestern alles so nebenher beim Spulen war ein bisschen stressig. Aber das haben wir hingekriegt. Milch hatte ich heute, glaube ich, noch gar nicht verkauft, oder? Hatte ich. Nee, habe ich gestern noch verkauft, das ist gut. Wie gesagt, das läuft hier. Da müssen wir auf Mais warten, aber die können erstmal noch so durchjuddeln. Die haben 300. Die fütter ich später. Wie gesagt, ich mache jetzt nur Update-Video, weil wir in der Ernte sind. Ihr seht, Schafsmilch ist auch wieder 1347. Die müssen ja erst einmal Lamm, oder wie sagt man, Zicken, kein Plan, damit da Milch reinkommt. Aber hier geht auch ordentlich was rein, aber das finde ich ist auch ganz gut. Weil dann brauchen die jeden Tag füttern. Ja, wenn wir dann diese Spule-Arien haben, dann brauchst du die nicht unbedingt versorgen. Ist ganz cool, weil hier musst du immer, hier musst du später Gras reinfahren, darf ich nicht vergessen. Richtig Gas geben. Ja, und hier ist genau dasselbe System. Da kannst du ordentlich was reinfahren. Und die haben auch schon wieder Milch gemacht, ne? 400, ja, 500 Liter sind auch schon wieder 1700 Liter Milch, das ist ganz gut. Schafsmilch war gestern, ich habe einen Wagen verkauft und habe auch 15.000. Das ist Ziegenmilch. Ziegenmilch habe ich. Hier ist Schafsmilch. Ich habe gestern da auch 15.000 noch rausgekriegt. Wie heißt das Wetter? Ist jetzt nicht so gut. Ne, ihr seht es, ab 14 Uhr soll es regnen.
komplett durch. Da werden wir wahrscheinlich da nochmal anfangen zu häckseln. Aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Wenn es geregnet hat, musst du 10 Minuten warten. Sonst fährst du dich fest. Wir haben diesen Schlammmott mit drauf. Deswegen, wie gesagt, und ich bin am Überlegen, was ich hierhin sehe. Mit Fruchtfolgemod ist das auch nicht immer so einfach. Aber wenn jetzt alle Roggen säen, will ich nicht noch Roggen säen, ja? Dann habe ich mir erst überlegt, säe ich hier nochmal Klee? Ich werde wahrscheinlich Gras säen. Oder irgendwie sowas. Oder ja, liegen lassen kann ich mir nicht erlauben. Weil die Flächen, ja, ihr seht's, gehen auch zu Neige. Sven hat sich nämlich auch schon wieder vergrößert, hat hier noch gekauft, hat da noch gekauft. Guckt, der ist hier unten auch schon am Säen, ne? Also, flächentechnisch wird es auch so langsam knapp ist, ne? Der Yogi. Grüße gehen raus, Yogi. Brauche mehr Fläche. Nein, Scherz. Das läuft, ne? Das Einzige, was manchmal ist, du musst hier echt noch mit dem Landschaftstool an vielen Flächen rumrödeln, weil es geht nicht anders. Deswegen so scharfe Kanten, dies und das hier oben konnte ich stellenweise, habe ich mich festgefahren, als ich außenrum zugrubbern wollte, weil da so Kanten drin waren. Das läuft. BGA können wir eben noch besuchen. Damit ihr das seht. Weil wir helfen ja immer hier mit. Mist wird hier immer richtig schön reingefahren. Ne? Seht's da, habe ich gestern noch ordentlich Mist hingefahren. An die Obstplantage habe ich noch einen Wagen Mist von oben aus dem Kuhstall gefahren. Ich muss ja auch gelehnt fahren. Marian war auch fleißig. Ne? Ihr seht's. Also die BGA, die macht auch ordentlich Kasala hier. Ne? Also das ist auch ein Moped. Das ist richtig gut. Hier hat er auch schon die Silage losfermentert. Ne? Da hat er immer noch ein gutes Zubrot. Weil wir werden ja auch demnächst noch wieder Gras wechseln, hier und da. Wie gesagt, ich finde, er hat das hier richtig gut gemacht. Also, da ist unser Häckselwagen. Den werde ich heute dann hinterspannen. Ich werde auf jeden Fall vom Häcksel noch ein Video machen. Dies und das. Ansonsten halte ich das im Moment immer so ein bisschen mit Updates-Videos. Weil ich ziemlich viel am Füttern bin. Wie gesagt, ich gehe hier total auf Viehwirtschaft, weil das einfach so mein Business ist. Ja, ich bin hier halt derjenige, der Viehwirtschaft macht, weil ich mich dazu entschieden hatte, weil ich das ganz cool finde und ja, sagen wir, oh, Video ist schon voll lang, wird das laufen, ne? Wie gesagt, ich werde hier noch, wenn das alles abgeerntet ist und das Stroh runter ist, werde ich hier Gras säen, werde ich hier Gras säen. Ich brauche auch noch so ein bisschen Grasfläche hier. Werde hier einen Stall hinsetzen plus Fahrsilo. Werde die wahrscheinlich hier hinfahren mit dem Viehwagen und werde hier Kühe einstellen. Und gehe dann hier voll auf Wirtschaft. Ne, also, was hier an Ballen durchläuft, mal ganz ehrlich, das habe ich nicht mal auf NF Marsch geschafft. Ja! Also dieses Projekt, das ist so verrückt und das macht so viel Spaß, Leute. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was hier, wie gesagt, ich bin hier andauernd nur am Füttern, dies, das, am Misten. Und manchmal denkt man, Schickram, ne? Aber es macht so einen Spaß, was man hier am Ballenschutz, am Futtermittel durch die Gegend fährt und dies. Es ist einfach nur, es ist genial, ne? Also sagen wir, wie es ist. Leute, macht einfach Spaß, es ist genial, es passiert immer viel. Und deswegen freue ich mich darüber. So, ich werde mich mal kurz um Scharinchen kümmern. Liebe Leute, ich sage dann aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Ihr seid auf dem neuesten Stand, wisst Bescheid, ihr wisst, wo die Reise hingeht. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Dir nochmal vielen Dank, lieber Marian, dass du mich auch immer so tatkräftig unterstützt. Wenn wir diese Spuletage haben, dann fährt Marian schon Gülle hier oder holt man mit dem Radlader da Zeug raus. Ne? Das ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Und wenn es euch gefallen hat und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.